Okay, willkommen zurück. Ach man, jetzt bin ich wieder, wo weiß der Geier wo. Boah, Sebi, das darf aber echt eine Scheißfolge. Ich werde da so viel schneiden müssen, ne? Dein ganzes Gesabbel muss ich rausschneiden. Das ist schlimm, schlimm. Also, Kiste gefällt's. Immerhin einen können wir damit überzeugen. Kiste ist bestimmt auch besoffen. Hallo, sei nicht so frech zu unserem einzigen Fan. Gib's doch wenigstens zu, Kiste. Du bist bestimmt besoffen. Ansonsten kann man sich das hier noch nicht. Nein, Kiste hat eben gesagt, dass er noch relativ jung ist. Deswegen glaube ich nicht, dass er. Ja, genau, sei nicht so frech. Holger, schließ nicht immer von deinen Eskapaden auf andere. Nicht jeder hatte so eine unbehütete Kindheit wie du. Richtig. Ich weiß noch, wie ich damals, also damals die Geschichten, als ich immer am Bahnhof hier in unserem Ort vorbeigegangen bin, da hat der Holger immer mit den coolen Kids am Bahnhof abgehangen und hat immer Bierflaschen nach den Leuten geschmissen. Aber diese Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Ja, mittlerweile werde ich von denen beworfen. Und womit? Stimmt, aber das ist halt, wenn man die Gang verlässt, ne? Einmal in der Gang, immer in der Gang. Oh ja, das ist wahr. Da also, gab es immer den Gangbang. Dini tief. Holger, klick mal hier oben auf das Bett, dann legst du deinen Spawn wieder fest. Das weißt du eigentlich. Ach so, aber, ah ja, stimmt, da war ja was. Weil du jetzt so weit gelaufen bist. Leg mich mal ins Bett. Gangbang. Ach, die Blondine hat natürlich kein Bett auf ihrer Ebene. Ja, stell dir doch ein Bett auf ihrer Ebene. Wo ist denn jetzt das Bett? Ach, da bei dem alten Sack ist das Bett. Ja, das hat der Sebi dahingestellt. Sebi. Das Bett habe ich gar nicht dahingestellt. Das Bett hat der Holger gebaut. Ich durfte es ja letztes Mal nicht bauen. Stimmt, ich hatte das dahingestellt. Aber da war der alte Zauberer noch nicht da. Das wollte ich jetzt noch gerade anmerken, ne? Ja, das kann sein, dass er erst nachträglich. So, Ulrich, hast du noch Pfeile von mir? Bist du? Pfeile? Boah, was ist denn das? Ich hab jetzt auf jeden Fall Holzpfeile, 23, die kannst du ich haben. Ich will ja nicht sagen, aber mir ist gerade ein toter Pinguin auf den Kopf gefallen. Oh, das kann passieren. Verdienste, ja. Da, Pfeile. Du kriegst so hier Spuckrohrsaat-Dinger. Plan. Wieso bist du sowas von behindert, nur weil du uns guckst? Das finde ich jetzt aber auch fies. Hallo. Ich hab Eskimo-Pants gefunden. Geil, wird direkt mal hier in Social reingepackt. Die sehen bestimmt. Hammer aus. Das ist ein lustiger Vorschlag. Dann könntest du auch noch ins TS reinquatschen. Kiste, das ist ein sehr netter Vorschlag, aber ich will nicht noch mehr Arbeit beim Schneiden verbringen. Das ist echt unfair. Ich will mir jetzt nicht mein Leben hier rausschneiden, indem ich diese Videos hier bearbeiten muss. Nee, ich will mir nicht mein Leben rausschneiden. Weißt du, wie sich das für mich anhört? Das hört sich wieder an wie Human Centipede, wenn wir so den Kreis schließen. Leben rausschneiden, Leute an irgendwas dran, nee. Holger, wir müssen die Quest beenden. Meine Güte, wir lassen uns immer ab. Wir sind die schlechtesten Questmacher der Welt. Wir lassen uns immer von unserer Queste abbringen. Wie zwei kleine Eichhörnchen, die. Gott wollte nicht, dass wir unsere Queste beenden. Eher wie so ein Hund, der voll fokussiert für 2 Sekunden irgendwo hinguckt und dann einen Ball sieht und direkt weg ist. Genauso sind wir gerade. Wollte ich jetzt nochmal anmerken. Also Ulrich, ich finde, du kommst deiner Aufgabe als Aufnehmer für das Let's Play-Video im Moment noch nicht so gut nach. Du weißt ja, also ich bin hier bei Twitch am Streamen und ich baue unsere Zuschauer voll mit ein. Und du müsstest eigentlich als derjenige, der fürs Let's Play aufnimmt, jetzt voll durchs Spiel führen und genau erklären, was du gerade tust. Findest du? Ja, finde ich. Ich darf das Ganze lustig machen. Du musst jetzt irgendwie der. Na, darstellen. Warum springe ich den auch noch nach? Warum springe ich ihm auch noch nach? Jetzt noch? Wo bist du denn? Also bei mir stehst du noch oben. Echt? Ich bin neben dir eigentlich. Ach nee. Sebi, du hast extreme jetzt bist du da. Probleme, wenn du Host bist. Nee, das kann ja auch an meiner Verbindung liegen. Ach so, ja. Ja, ist egal, aber vielleicht sollte, wenn Sebi streamt, obwohl ihr benutzt denselben Internetzugang, ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn Bianca, dann müsste ich ja quasi beim nächsten Mal hosten, aber dann haben wir die Map nicht mehr. Ach man. Das hat noch andere Nachteile, wenn du hostest. Beim letzten Mal habe ich dich nicht gefunden, weil du den Port nicht freigeben kannst. Ach scheiße, ich kann den Port nicht freigeben, weil dann gibt's hier direkt aufs Maul. Aufs Maul, und hast du dann aber auch verdient. Findest du? Das ist jetzt gemein. Wieso ist das bitte gemein? Ach Quatsch, Kiste, ich glaube nicht, dass du behindert bist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem haben wir uns ja auch nicht grundlos irgendwas genannt. Guck mal oben. Da hast du noch ganz viel.
Ja. Gleich an ihr nicht gehst du hin? Muss. Ja. Geh ich schon mal tiefer. Dass hier die Kollegen sich nicht immer ganz so irre benehmen. Insbesondere muss ich mal ehrlich sagen, der Initiator dieser Idee, oder einer der beiden Initiatoren ist ja da, das ist der HWM. Und der zweite Initiator, der noch zur Gruppe eigentlich dazu gehört, das Andi, der spielt Terraria nicht mit. Und der, finde ich, benimmt sich für einen irren, also, zu normal, schlicht und ergreifend. Ja, aber das Problem ist, bei ihm trifft halt das Vorurteil, dass er 87 ist, halt schon fast zu, ne? Ich meine, er ist kurz vor 87 Jahren und da kann man halt nicht mehr so aus sich rausgehen. Da sind halt die Emotionen auch weg. Da ist halt alles einfach nur noch tot. Fairerweise muss man natürlich auch dazu sagen, er hat es ja letztes Mal schon deutlich gemacht. Ach, jetzt bin ich wieder im... Bist du wieder rausgeflogen? Nee, ich bin hier... Und das Eis drunter. Achso, okay. Ja, er hat deutlich gemacht. Er hat ja letztes Mal schon deutlich gemacht, dass der Name Irrenhaus nicht auf seinem Mist gewachsen ist. Oh, da drüben haben wir Ärzte, sehr schön. Dass das nicht auf seinem Mist gewachsen ist und er sich ja gar nicht so nennen wollte. Und im Endeffekt ist es ja doch nur ein Name. Der Name versklavt uns jetzt ja nicht für immer so sein zu müssen. Stell mal vor, jeder müsste sich... Außerdem finde ich, das wäre sehr unterhaltsam, wenn wir wirklich ein bisschen irre sind. Stell mal vor, jeder müsste sich so verhalten, wie das Klischee über seinen Namen ist. Wie müsste sich dann jeder Dieter verhalten oder jeder Detlef oder jeder, keine Ahnung, oder jede Hildegard. Wenn die sich alle ihrem Klischee, wie dieser Name klingt, verhalten würden oder müssten, das wäre doch eine schreckliche Gesellschaft. Solchen Zwängen entsage ich. Ich hasse gesellschaftliche Zwänge. Ja, wobei man da ganz klar unterscheiden muss, du sprichst ja jetzt hier von Vornamen, die sich die Leute nicht selbst ausgesucht haben. Doch, sicher. Die im Grunde genommen auch keine Bedeutung haben. Das heißt, was du von einer Hildegard oder von einem Detlef erwartest, ist etwas, was unsere Gesellschaft transportiert oder kolportiert. Das ist ja nun nichts, was irgendwie tatsächlich zu diesem Namen gehört. Da wir uns aber den Namen Irrenhaus ausgesucht haben, da steckt ja eine Bedeutung hinten dran, im Gegensatz zu dem Namen Hildegard, was ja einfach nur ein Name ist. Ja, die Bedeutung ist, es war der kleinste gemeinsame Nenner. Wir konnten uns einfach auf nichts anderes einigen, was in irgendeine Richtung... Oh, ich war's nicht. Aha, ich bin Bianca ist gekillt worden. Ach man. Oh, das tut mir leid. Ich bin gerade in der Wüste angekommen. Oh, was ist denn eine Bianca ist gestorben, Party. Ja. Oh ja, jetzt hätten wir fast eine Kaktusrüstung mal gesehen. Weißt du, wer das schuld ist? Sebi, ganz ehrlich, ist Sebi schuld. Meiner Meinung nach ist es. Ja, geil, Sebi ist es schuld, oder? Auf alle Fälle. Ja. Finde ich dreist, wie er sich verhält hier. Auf alle Fälle bin ich das schuld. Warum nochmal gerade? Weil. Achso, genau. Ich habe mich gerade gewundert, Ulrich, warum du da den ganzen Hang runterrutschst bis nach unten hin. Ja, ich wollte ein bisschen slimen. Also, was ist denn hier für Gefängnistüren? Der Sebastian hat gemeint, ich soll etwas durch die Aufnahme führen. Sie sehen gerade, wie Bibi, ganz ehrlich, also wenn du die Leute da drin siehst, denkst du nicht, dass das ein Gefängnis ist. Holger schlägt mit seiner wunderbaren Spitzhacke Bleiblöcke weg. Jetzt schlägt er einen Schneeblock weg. Nun, wenn du jetzt nicht gleich ruhig bist, hau ich dir die Spitzhacke voll ins Gesicht. Wie bitte spiel auf Englisch? Du meinst, ich soll Terraria auf Englisch stellen, oder was? Was ist das denn für ein... Oh, der Schwibbel-Schwabbel greift mich an! Hat das denn irgendwelche Vorteile, wenn man das Spiel auf Englisch spielt? Let's Play auf Englisch sein? Es steht auf Englisch? Nee, das Let's Play auf Englisch bitte nicht. Also der Sebi spricht ganz gutes Englisch, finde ich. Also es hört sich auch okay an. Und kann das auch, aber... Hello, my friends! We are stay a while and listen. Okay. Okay, wir lassen es einfach. Ja, weiß nicht. Er hätte ja jetzt trumpfen können und einfach mal was sagen können, aber irgendein Zitat aus irgendeinem Spielclown ist jetzt halt schon ein bisschen low, muss man jetzt auch mal. Ach, stell dich nicht so dran. Oh, Holger, ich spüre es. Unsere Queste findet bald einen epischen Abschluss. Da unten ist ein Skelett im Wasser. Kann ich das denn überhaupt von hier aus? Nee, ich habe doch hier überhaupt keine Möglichkeit, mitzugehen. Ich bin ja jetzt am Hosten, da muss ich ja wieder alle meine Kolleginnen hier rauswerfen. Das werde ich jetzt leider nicht verstehen. Sebi, deine Beleidigung ist mir nicht entgangen. Alle deine Kolleginnen musst du hier rausschmeißen. Aber ich springe nicht drauf an. Ach, du bist doch ein Mongo, ey. Aber weißt du, manchmal ist das okay.
muss ja zum Glück nicht jeden Tag. Ich sehe nicht, was passiert. Ich sehe nicht, was. Du zockst jeden Tag mit mir. Weißt du, stimmt. Das ist das Problem an der Geschichte. Oh, ja, wir müssen da runter. Einfach runter. Runter, runter, runter. Obwohl, wir waren da schon. Da war schon einer. Na, supi. Oh. Was, wenn ich auf Englisch stelle, dann bin ich epic. Deutsch ist behindert, doch, das ist jetzt aber auch gemein. Es gibt ganz viele, die leider nicht so gut Englisch können, beziehungsweise, ja, oder sogar gar kein Englisch. Und für die wäre das ja auch ein bisschen schade. Wobei natürlich, Kiste, du unser einziger Zuschauer bist und würde sich Sebi wirklich um die Zuschauer kümmern, dann müsste das natürlich jetzt auf Englisch stellen, weil ansonsten guckt es ja gerade keiner. Ja. Das kann ich natürlich gerne. Nein, schmeiß uns nicht raus. Müsste ich mich für meine Zuschauer. Holger, was machen wir das? Ist das so, und das gegen meine Mitspieler entscheiden. Das hat was vom Wasserballett, was wir machen, aber irgendwie kommen wir nicht voran. Komm, wir gehen auf die andere Seite. Was ist denn los, Sebi? Warum hast du jetzt wieder gemacht? Ach, ich bin schon wieder durch so ein Eis. Es hat immer noch keiner so ein verkacktes Auge gefunden. Snowball Cannon nehmen wir mal mit. Ich guck gleich mal, wenn ich hier wieder draußen bin, was da alles drin war. Und zeig es einmal. So. In meiner Kiste war drin eine Snowball Cannon mit 5 Fernkampfschaden. Ja, da schauen wir doch mal gleich, ob die. Ah, der Holzbumerang hat mehr. Ein wenig Seil, ein Bogenschießrank. Das müsste eigentlich Trank heißen. Da geht's schon los, ne? Also Kiss hat auf jeden Fall recht, die Lokalisierung ist sauschlecht bei dem Spiel. Ist in der Tat scheiße, ja. Also die ist echt mies. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben die einmal Google-Übersetzer drüber laufen lassen und haben es dann so übernommen. Ach so, ich hätte ja mal die Kiste selbst noch mitnehmen können. Ja, auch. Du, Kiste. Ihr habt alle immer... Bianca, bist du auch auf der Suche nach so einem schnuggeligen Auge? Natürlich, wie sie mir eiskaltes Gesicht lügt. Und dabei sieht sie mich nicht und sie kann mir gar nicht ins Gesicht lügen. Aber irgendwie ist aber auch Epic Fail, oder? Ein bisschen, ja. Aber sie lügt halt. Na gut, wir sind es ja nicht anders von dir gewohnt. Ah, wir sind es nicht anders von dir gewohnt. Da haben wir noch ein bisschen Blei hier unten. Da ist auch noch irgendwie ein Blei. Ich krieg das nicht. Ja, Holger und ich sind hier weiter auf der Quest nach einer Kiste, wo dieses scheiß Auge drin ist und wir finden es nicht. Wie weit rechts seid ihr denn mal gelaufen? Wir sind jetzt hier in der Schnee, weil wir buddeln uns einfach nach unten, weil ich glaube, es ist erfolgsversprechender, wenn wir halt so Höhlen finden, wo halt so Kisten drinstehen. Und in einer so einer Kiste findet man bestimmt so ein vermaledeites Auge, aber... Oh, Holger, hier geht's glaube ich tief runter, oder? Ja, bitte. Aber so ein Auge kann man sich, glaube ich, auch selbst craften, oder? Kann man? Ach, aus den Linsen! Ach, ich Idiot, stimmt! Oh, du Idiot, ey! Oh, nee, ich glaube, wir können das sogar schon machen. Wir müssen mal gucken, wie viele Linsen wir haben. Linsensuppe. Jetzt kommt lecker! Mit Würstchen, glaub, Karotten, Kartoffeln. Das Schlimme ist, da ich ja mal mit ihm zusammen gewohnt habe, weiß ich, dass er das echt gerne isst. Ich das schmeckt doch auch super gern. Gut. Hallo? Ach Gott. Oh Gott. Ja, Ulrich. Magst du auch keine Linsen, Sebi? Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. So, kümmern wir uns mal hier um diese zwei blauen Eisslimes. Im Übrigen, guck mal hier, das ist sogar auf Englisch Eisslime. So viel zur Lokalisierung auch nochmal. Oh, hier haben wir nochmal ein paar Erze. Stellen wir erstmal da die Fackel auf, das dürfte hier Silber sein oder Platin oder sowas. Ne, ich denke es ist Silber. Ah, es ist doch Platin. Naja, sieht man mal wieder, wie wenig ich mich doch in dem Spiel hier auskenne. Ich kann doch nicht mal die Erze auseinander. Ja, aber Silber und Platin sehen auch ein bisschen ähnlich zumindest aus. Guck mal, da oben ist noch Blei, Holger. Also pass auf. Ein gutes Teamwork, Respekt. Kiste, wir machen das so, ich bleib jetzt... weil wir halt jetzt am Spielen sind, bleibe ich jetzt auf Deutsch, aber ich verspreche dir, dass ich, sobald diese Sitzung hier vorbei ist für heute, dass ich es dann auf Englisch umstelle, das Spiel, und beim nächsten Mal in Englisch. Das ist schon wieder so ein Puschel. Das erinnert mich immer an so ein Pokémon, das Vieh, dieses Snowflings. An so ein Pummeluff. Ja, echt, das sieht für mich aus wie so ein weißes Pummeluff.